Hallo, herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Minecraft Stone Block oder Rock Block. Ja. Genau, also, lass mal nochmal gucken, wie diese Struktur auszusehen hat. Okay. War nicht ganz so falsch, was ich in Erinnerung hatte. Ich brauche da ein Update hier. Man weiß, der auch fast. Normal. Das ist normal, ne? Du? Ah, nee. So. Updates. Und da kommen jetzt Blümchen rein. Wir nehmen mal die gelben vielleicht, ne? Okay, dann gucken wir wieder ins schlaue Buch. Wir können uns das mal anzeigen lassen. Okay, ich hätte es gerne einen Block tiefer. So. Und dann haben wir gesagt, machen wir bunte Blümchen, ne? Nehmen wir mal rot vielleicht. Zwei Stück. Vielleicht zwei hell oder zwei dunkelblaue. Komm, dunkelblau ist doch schöner als hellblau. In dem Fall zumindest. Machen wir hier eine rote hin. Da auch. Hier eine blaue hin. Da auch. Was haben wir sonst noch so an Blümchenfarben? Ich hab wieder Rosa, Autojump drin, ich hellgrün. merk's grad, shit. Hellgrün ist halt schon schön, ne? Ah, aber hier, die ist noch schöner. Zack. Zack. So, wunderbar. Dann brauchen wir noch einen Block of Lapis. Und ein paar Pylonen. Das wird schon. Das wird schon. Nein. So. Lass mal hier, falls weil Cobra hat wieder Angst im Dunkeln, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie machen wir das denn, dass hier auch Licht ist, ne? Schwierig. Muss mal gucken. Gibt bestimmt irgendwie eine coole Lampe auch. Muss mal schauen. Nein, jetzt sind die gewachsen. Ach nee. Warum denn? Haben wir noch. Also manchmal ist das schon schön, wenn das funktioniert mit dem Sprinten, aber in dem Fall ist es jetzt ein bisschen sehr doof. Oh nee, jetzt habe ich von der Sorte keine Blümchen mehr. Dann nehmen wir halt die. Okay. Ah, der innere Monk schreit. Ah. So. Wie weit ist der Radius? Ich hoffe nicht so weit. Ich hoffe, ich kann hier wieder sprinten. Mana-Pylonen. Wie baut man Mana? Warte mal. Weißt du was? Kann man die irgendwie günstiger machen oder so? Nö. Nö. Oder? Einfach nur Mana-Pylonen. Ja. Wir machen einfach mal Mana-Pylonen. Mana-Pylonen. Wo haben wir die denn? Da. Ah ja. Diamond. Das dachte ich mir, dass wir da keine im System haben. Mana Diamonds. Das bekommen wir aber hin. So. Dann brauchen wir wie viel? Kommst Sechs du Stück, mit? glaube ich. Mit. Leer, okay. Ah, die stecken zum Glück. Abfalleimer, Abfalleimer. Was wirst du denn Schönes weg? Viel, 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 viel. Das ist unglaublich, ja, was man so ansammelt.
So, und jetzt müsste man das... Nee, kann man nicht, weil die hier... Die sind ja auch noch. Die nicht wachsen dürfen. Oh Mann, hoffentlich kann man da in Zukunft dann überhaupt sprinten. Ich weiß es nicht. So. Zack. Okay. Alle wegwerf. Setzlinge. Massig. Ah ja. Wieder hier. Oh. Ja. Weiß ich, dass ich mit so viel Setzling anfangen soll, deswegen. Ja, ich auch nicht. 32 Stack waren es, deswegen. Aber ja, ja, die kann ich mal wegwerfen hier. Wenn du Getreide brauchst, wir hätten nur Getreide 289 Stack. Stacked. Haben wir schon. Okay. Was wollte ich holen? Mein Vent of Forests. Da ist er. Wenn man Teil wegwerfen von diesen. Weizenkörner brauchen wir auch keine 32 Stacks. Dann brauchen wir einen Spark und einen Mana-Pool und ja, dann kann es eigentlich schon losgehen, ne? Ja, noch ein Mana-Tablet da? Nö. Aber ich kann ja mein Band. 880 Bären haben wir davon, gell? Oh, ja. Brauchen wir so viel? Und was? Stecklimit ist 1984. 880 haben wir schon. Und was? Bären hier. Mehr. Integrated Dynamics oder was? Ja, ja. Nö, brauchen wir wirklich nicht. Ja. Aber kann man essen? Mahlzeit. Zur Not. Eigentlich ja tot essen. Ist nicht mal so schlecht, glaube ich. Wenn man die in so einer Schüssel craftet und so. So, nochmal ein Spark. Habe ich eigentlich schon wieder Auto-Jump drinnen? Das ist, wenn es ein Block hoch ist, das macht dieses Item, was ich dir gegeben habe. Okay, okay. Du Jump ist so hell. Ah, perfekt. Das geht jetzt ein bisschen schneller vielleicht. Ja. Machen wir hier mal ein Holz machen hier und Scherben machen hier. Okay, perfekt. Leitungsrohre. Ah, zack, machen wir es so, geht schneller. Einfach mal den Pool leer saugen. So. Machen wir einen vollen Mana-Pool, dann sehen wir schon, ob es reicht, ne? Hier. Ist zwar jetzt leer, aber geht. So. Wegen unseren Band of Aura. Weil wir nicht so viel Mana dafür brauchen, ne? Für das bisschen, was wir machen damit. So. Jetzt brauchen wir Bücher. Ich habe doch hier irgendwo noch diese... Nein. Habe ich die nicht verzaubert? Wie heißen die denn? Diese Bögenbücher. Tome of Arches.
Ne, haben wir nicht mehr. Okay, dann haben wir das nicht mehr. Dann machen wir noch ein paar. Noch ein paar verzaubern. Oh, wir brauchen mehr Lapis. Pissfallen. Lap. Nein, ich fress keine Lollis hier. Nein, 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 nein. Nein, warte mal. Nein, nein. Das war 48. Nein. Ah, mal Maximum Level. Sojabohnen, okay. Mhm. Ich wollte Pizza machen. Okay. Aber wir haben keine Chilis. Okay. Ja, Increased Damage hört sich schon mal gut an, ne? Ja, 48 wieder. Lack of Cheap Repairing braucht kein Mensch. Power. Ja. Ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht, ne? Ich glaube, mehr gibt es für Bögen gar nicht so unbedingt. Komm, wir machen nochmal ein bisschen sowas, einfach nur, damit wir mal sehen, ob noch irgendwas Cooles dabei rumkommt. Quickshot. Oh, Quickshot wäre vielleicht was, ne? Quickshot. Magnet. Makes you magnet for item stacks and repeated on the ground. Okay, Quickshot, Power. Okay, also Power und Quickshot auf jeden Fall. Multibow. Was ist Multibow? Was extra Hosen from your bow. Okay. Zusätzliche Pfeile. Ist vielleicht auch geil. Müssen wir mal gucken. Werfen wir alles da rein. So. Curse of Bones. Sieht man das jetzt hier? Nee, sieht man nicht. Ist keine Beschreibung dabei. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schade. Wenn wir das hier machen. Chance to apply Bone Shield. Okay, ne. Flame Growth, Knockback, Life Leech. Life Leech ist eigentlich schon auch geil, aber ich weiß nicht, ob das wird nur aufs Schwert gehen wahrscheinlich. Luck of Cheap Repairing, Magic. Was ist das? Ein magisches Siphon. Absorbed Weapon Effects from the Target. So. Magnet, Multibow. Multibow brauchen wir auf jeden Fall. Oh, warte mal. Das gibt's nur in Level 1, ne? Gibt's nur in Level 1. Okay, dann nehmen wir das in Level 1 mit. Piercing, ja, Piercing ist immer gut, würde ich sagen. Piercing. Rotate Recovery. Steht nichts dabei, ne? Ja. Power. Damage of Arrows. Yo, Power. Protection Punch. Quickshot. Brauchen wir Quickshot? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, wir nehmen mal das, was wir jetzt haben. In der Hoffnung, dass das dann geht. Müssen wir mal gucken. So. Können wir das hier, wie war das nochmal? Lass mal einen normalen Bogen versuchen erstmal, weil ich nicht weiß, ob es mit Drakonik funktioniert. Ah, lass mal hier einen Bogen nehmen. Ich weiß nicht, ob es mit Drakonik geht, das ist das Problem. Lass mal gucken. Nein! Ach, ich hasse es! Oh, ich hasse es.
Ich habe die Blumen jetzt hier reingeworfen, ne? Ja, ich bin so dumm. Okay, ich kümmere mich kurz drum. Einen Moment. Okay. Dummerweise, der normale Bogen geht. Andere Blöcke, die wir so holen hier? Drakonibogen geht nicht. Das ist super schade. Ah, das ist doch blöd, dass der Drakonikbogen nicht mit Botania kompatibel ist. Ich kann den Drakonikbogen nicht mit Botania gezielt verzaubern. Tja, so ein Scheiß aber auch, gell? Das ist super blöd. Dann muss man ja 1000 Level investieren, damit man das haben kann, was man will. Das ist voll schade. Ist nicht schön. Okay. Aber wir könnten gezielt verzaubern. Normale Sachen, wenn wir es wollten. Und Botania-Sachen. Okay. Schade. Ach komm, das ärgert mich jetzt aber, ne? So richtig. Nicht aufregen, ganz ruhig bleiben. Dann halt auf die alt hergegebene Art und Weise. Was ist das? So geht das nicht. Das geht. Also Pissing geht nicht auf. Ein Haus, Pretty's, du Pierce, Room Mobs. Ja. Ist doch. Wieso geht das nicht? Ist das zu hoch vielleicht? Oder geht das mit dem Bogen halt nicht? Weil der Bogen das nicht zulässt. Ich weiß es nicht. Wenn man da ja Upgrades dafür reinmachen kann. Wäre vielleicht zu übertrieben. Und jetzt sollten wir unendlich Pfeile haben eigentlich. Oh ja. Wo ist Cobra? Wo bist du? Nicht da. Das sehe ich. Ah, du bist in einer anderen Dimension, wieder in der Ancient Debris Dimension. Aber ich glaube, für Schlitter brauche ich mal eine warme Dimension. Ewi, bla bla bla. Achso, du guckst nach Chili. Nö, ich habe neuer Steinkreuz für Grüssel, deswegen. Achso. Ich stelle hier eine warme Division, Wir können mal gucken, wir können mal weiterhin random Sachen generieren und gucken, ob wir irgendwie was finden. Naja, was warm ist, ja cool. Was warm ist, ist sicher, dann hier. Ja, ja. Also eine leere Karte da rein und dann irgendwas. Ich war gerade in der Dimension drin übrigens. Also, ups. Nee, das hast. Jetzt haben wir wieder eine doppelte. Okay. Was ist passiert, wo ich die Dimension abgeschaltet habe? Nix, oder? Ja, noch nix. Das ist ein bisschen bleibt's geladen. Also wie dann, also mach eine leere Karte, ja, eine leere Karte reinlegen. Mhm. Dann brauchen wir jetzt Empridim? Empridim? Nein. Nein, was dann? Eine was? Dim? Digit? Ein Digit? Digit-Dim, Hammer, ja. Welche? Müssen wir mal gucken, welche wir schon benutzt haben. Beziehungsweise wir sehen es ja dann, wenn wir es einlegen. Wir nehmen mal irgendeine mit. Nimm mal irgendeine mit und leg die mal rein. Dann sehen wir unten, ob das schon benutzt war. Ich meine rein. Hab ich. Okay, das ist die Nummer 9. Haben wir anscheinend noch nicht benutzt. Kannst unten jetzt einen Namen eingeben. Also wenn du unten einen Namen eingeben kannst, dann gibt es die Dimension noch nicht. 9. Ah, okay. Zahle gehen nicht. Story. Okay, eins zurück, dann so. Jetzt aber hier. Neu. Bald geht er raus. Mal laden.
Ist zu 100% geladen. Neu. Digi. Oh. Okay. Sieht nach Wasser aus. Was ist das da drüben? Oh, da baut sich was auf. Guck mal. Da baut sich was auf. Also ich glaube, ich werde da. Hey, da kamen Delfine, da kam ein Kelp, hier gibt's Kelp. Mhm. Ich komme nicht rein. Da komme ich aber auch nicht rein, genauso wenig. Ne? Man muss hier einen Block hinbauen. Clay, brauchst du Clay? Blaze Mesh. Okay. Das ist ja dann eine fast normale Welt, wenn es hier Clay und alles Mögliche gibt, ne? Oder? Naja. Naja, so normal sieht das aber nicht aus. Hey, cool, was ist das alles für Zeug, was da drüben ist? Ist da hier auf dem Boden? Gerahmter Marmor, Wüstenziegel. Okay, cool. Polished Block, Blackstone Bricks. Okay. Just Smoky Quartz Block. Okay. Polierter, interessant. Polierter Basalt. Cool. Hey. Hello. Hier unten. Juhu. Und du eigentlich was nicht versauen? Sag mir das mal. Geil. Hey. Hat er Schaden gemacht? Ja, hätte man Baby gemacht. Oh. Okay, dann mache ich mehr Damage als gedacht. Das ist ja Hammer. Hab's gemerkt. Boah. Das. Cobra, der übertreibt wieder. Wir brauchen noch hier zum. Also die Blöcke sehen schon fast ein bisschen geil aus, ne? Was? Das war aber Blöcke hier dann. Gut, ich will machen kann. Ups. Boah, das Zeug muss ich umrufen hier. Scheiß Lohnrute. Lohnrute gibt unter Wasser keinen Schaden, gell? Normalerweise bin ich ja tot. Oh, keine Ahnung, ne? Ja doch, jetzt gibt es Schaden. Oder gibt's, dahinter gibt es noch eine Insel, dahinter gibt es noch Festland, okay, oder was ist das? Ne, da gibt es echt, echt. Ah, es Festland. Gibt Festland. Ja, cool. Ich glaube, unter Wasser bin ich schneller als über Wasser, oder? Oder fühlt sich das nur so an? Ich weiß es nicht. Cool, ganz normal hier. Bing. Bing. Kohle gibt es hier zum Abbauen, okay. Bienen. Oh, ist das schön, das hier? Grünes Bienennestel, okay, cool. Ah. Das ist ja endlich mal eine einigermaßen normale Welt. Ist cool. Ja, okay. Gibt es auch eine Wüste? Schauen wir mal, ob es der Wüste gibt. Gibt es ja auch normale Erzverteilung? Das wäre natürlich genial. Also Kohle habe ich doch gesehen. Ja, es gibt, glaube ich, normale Erzverteilung. Das ist super. Oh, da unten, das sieht nach... Oder? Nee, das sieht nach Zink aus. Das ist kein dimensioneller Schaden. Kürbis gibt's hier. Das ist Zink. Nee, Kürbis, sag mal. Was ist denn das da? Chiseled Metamorphic Desert. Achso, okay. Ja, im Erdinneren haben wir nochmal andere Blöcke. Okay, ich suche aber gerade Wüste. Ist doch nicht ganz so normal wie gedacht. Gibt's da Sandkörner deswegen? Ist doch nicht ganz so normal wie gedacht. Ah, oh, da vorne sieht man es ja. Mhm. Slime-Insel gibt's. Thank you.
Vielleicht haben wir hier Glück. Vielleicht gibt es das ja hier oder so. Mohn hier hat viele. Spinat haben wir auch noch nicht. Nehme ich mal mit. Oh, was ist das da vorne? Bienennest. Oh. Grasbienennest. Cool. Haben wir auch noch nicht. Geil. Die Welt ist cool. Hast du gut gemacht. Okay. Ja, ist halt echt Zufall, ne? Ist halt einfach random. Da gibt's auch Chili. Mal gucken hier. Gibt's so viel Zeug gerade hier. Und hier irgendwo was wärmeres Gebiet hier. Mal gucken. Müssen uns mal. Morphen. Also ich hätte Angebot. Peas, was ist Peas? Huckleberry, Erdnuss, Artischocke, Ballpeper, keine Ahnung. Pfeffer wahrscheinlich. Pfeffer. Und Zwiebel, Flachs, Mustardseeds, keine Ahnung. Ups, hier brennt. Warum brennt es hier? Da ist ein Lavasee, okay. Raus. Ja. Sonnenblumen, okay. Hier auch was zu, so. Schauen wir mal. Bin ich ein Dorfbewohner? Okay, sehr gut. Dunkel. Horror. Unten ist nix. Braucht eigentlich kein Mensch, ne? So. Ja, das wird wieder eine Explore-Geschichte. Ihnen im Massen Babygräber. Babygräber macht ein Dorfbewohner. Da hinten, das sieht nach einem Pilz aus. Bienchen. Das ist auch ein Pilz. Okay. Also wir haben ja definitiv unterschiedliche Biome. Das ist schon mal super geil. Ja, ich bin hier im Wichterwald gerade. Ja, ups, da geht's dir. Endlich mal unterschiedliche Biome. Das ist super. Da können wir uns auch dann die Biome tatsächlich holen. Für neue Dimensionen. Ich bin hier F3, was bin ich hier? Ich bin gerade im, wo steht's nochmal? Im Forest. Ich bin in den dunklen Wald. Jetzt im Sumpf. Ah, das ist super. Ich suche Wüste, wenn ich mal eine finde. Ah, das ist super. Endlich mal eine anständige Welt. Das ist die beste, die wir haben. Neben den Ancient Debris. Ancient Debris war auch geil, weil ist voll cheaty. Kann man mal eben schnell was holen. Was haben wir denn da schön? Das ist ein Hexenhaus. Ist da eine Kiste drin? Ist das weiße Blumen oder das weiße Blümchen hier? Zentrum eine Hexe gibt's auf jeden Fall. Okay. Ich mach mal auf hier. Nö, keine Kiste. Schade. Oh, cool. Die Schocken. Sonnenblumen, ja, ist nicht hier überall. Ich bin ein bisschen verarscht, ne? Gut, Dimlet. Molten Emerald. Boah, geil. Molten Emerald habe ich jetzt gefunden. Das ist ja Hammer.
Ich hoffe, wir haben genügend Strom für die Welt. Aber wahrscheinlich schon. Weltmerken, was werden, wenn wir stranden. Ja, naja, wenn wir sterben. Oh, ein Blitzerstrahl neben mir, okay. Sumpf. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man eine normale Erzverteilung einstellen kann. Also das muss ja irgendwie gehen normalerweise, hoffe ich doch. Keine Ahnung, gehen wir wieder home, wie das schon mal ist. Ja, das wird schon halten, oder? Wie ist denn dem anderen Dings, gell? Ja, voll. Ich hätte mal den Monitor mitnehmen können. Ich gucke, ob ich für dich die richtige Frucht gefunden habe, was du brauchst. Pack alles ins ME rein. Aber da schönes Dark Forest. Dark Forest wieder. Ja, müssen wir mal schauen dann. Ja. Also eine normale Erzverteilung wäre halt irgendwie auch mal cool. Also ja, mit normalem Boden einfach. Halt. War doch. War doch tief. Naja, nö. Also ist schon mal geil, dass die Welt jetzt mehr Biome hat. Das ist schon mal super. Also Reaktor drüber ist voll. Also. Ja gut, Reaktor. Naja. Nee, die wird auch nicht so viel brauchen jetzt in dem Fall wahrscheinlich. Die ist ja relativ sparsam, denke ich, weil es eine random Welt ist. Und Energiespeicher ist auch wohl alt und kreuzt. Gar nix. Okay. Checker, Biome Controller. Ach, Checkerboard wahrscheinlich. Tall Birch. Checkerboard. Okay. Na, weißt du was? Ich bin mal so. Bin ich schon längst? Jetzt bin ich schon längst. Und dann muss ich als nächstes mal diesen Research Minecraft ausprobieren. Der Stein schaut halt schon auch geil aus, muss man schon mal sagen. Ein YouTube-Video anfangen. Ah, von der Elf Tools. Dimensionen. Okay. Mal gucken, was die so labern. OP-Dimensionen. Ach ja, von wegen. Braucht kein Mensch. Kostet nur Tausende, kostet nur wahnsinnig viel Strom, das ist nix. Lass du mal schauen, ist da nur eine Einleitung. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.